Du Fritz, deine Oma ist so dumm, die spielt auf dem Klo Schiffe versenken und freut sich dann immer, wenn ein Schiff untergeht. Igitt, du bist ja eklig, Opa. Aber wo du gerade das Thema Klo ansprichst, was ist grün und sitzt auf dem Klo? Keine Ahnung. Ein Kaktus. Ich merke schon, kaum sitzen wir beide zusammen, sinkt das Niveau bis nach unten in den Keller. Dann lass mal über ein schöneres Thema reden. In Ordnung. Weißt du, letzte Woche war ich mit deiner Oma im Duisburger Wald spazieren. Auf dem Heimweg waren wir dann noch im Restaurant. Da fragte deine Oma den Ober, wie viel ein Tropfen der Tagessuppe kosten würde. Da sagte er, dass das nichts kosten würde. Darauf deine Oma, na dann tropfen Sie mal einen Teller voll. Und als ich dann was bestellen wollte, meinte sie, ich solle Touristenkaviar bestellen. Da meinte der Ober und ich fast zeitgleich, was denn Touristenkaviar sei. Da meinte Oma Inge, das sei ein Teller Reis und eine Sonnenbrille. Wo ist eigentlich Oma? Na wo wohl? Da, wo sie hingehört, in ihre Hexenküche. Du bist heute so komisch. Opa, sonst fragst du mich immer, wie die Schule war, was es Neues von zu Hause gibt. Ja, das stimmt. Ich muss deiner Oma gleich unbedingt was erzählen, wenn sie hier ist. Und ich habe Angst, es zu vergessen. Du vergisst doch andauernd was. Da brauchst du doch keine Angst zu haben, Herbert. Inge, gut, dass du jetzt mal hier bist. Weißt du es schon? Was denn? Na das, was in der Zeitung steht. Geht das ein bisschen genauer? Woher soll ich wissen, was du meinst? In dem lapprigen Anarchistenplättchen steht schließlich so mancher Mist. Es soll künftig eine Sexsteuer geben. Wenn du guten Sex hattest, musst du jetzt auch noch dafür zahlen. Und wo ist dann das Problem? Das betrifft uns ja dann sowieso nicht. Wenn ich später nach meinem Tod in den Himmel komme und auf unsere Bundeskanzlerin stoße, werde ich sie mal fragen, was dieser ganze Mist soll. Die kommt nicht in den Himmel, sondern in die Hölle. Na, dann kannst du sie ja fragen. Wo wir jetzt beim Thema Tod sind, Fritz. Wenn sich irgendwer umbringt, steht es am nächsten Morgen in jeder Zeitung. Aber wenn sich irgendwann dein Opa umbringt, steht es am nächsten Tag in der Zeitschrift Schöner Wohnen. Na, zumindest betreibt Opa trotz seines hohen Alters Extremsport. So? Welchen betreibe ich denn? Du widersprichst so oft, Oma. Heute Abend ziehe ich übrigens noch mit ein paar Mädels um die Häuser, damit du Bescheid weißt, Herbert. Du ziehst in deinem hohen Alter noch mit Mädels um die Häuser? Sowas ist peinlich, Inge. Benimm dich endlich deinem Alter entsprechend. Hä? Wie soll ich das denn machen? Stirb einfach. Du bist so böse. Du hättest gut Testflieger in einer Besenfabrik werden können. Anstatt mich so fertig zu machen, könntest du mir zur Abwechslung auch ruhig mal ein Kompliment machen. Ich soll dir ein Kompliment machen? Kein Problem. Inge, du hast einen wunderbaren Ehemann. Herbert, was würdest du eigentlich machen, wenn ich von einem auf den anderen Tag mit einem anderen Mann durchbrennen würde? Ich würde den Mann fragen, warum er erst jetzt gekommen ist und nicht ein paar Jahre eher.